Hallo, hier ist der Fabian und die Feli von Happy Hippocampus und wir sind gerade auf La Réunion in unserem zweiten PJ-Tertial in unserem praktischen Jahr und ihr werdet nicht erraten, wo wir gerade hinfahren. Ja, da kommt ihr wahrscheinlich wirklich nicht drauf. Hier auf La Réunion gibt es nämlich einen Vulkan oder sogar mehrere, aber einen der aktivsten Vulkane der Welt auch und der ist jetzt ausgebrochen in den letzten Tagen und wir fahren da jetzt hin. Okay, es hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber keine Angst, das macht hier ungefähr jeder. So wie ihr seht, hier ist ein Haufen Verkehr hinter uns und vor uns, also hier hinter uns. Und da fahren ungefähr alle Touristen hin und die Einheimischen jetzt, vor allem nachts, weil nachts sieht man die Lava natürlich am besten und ja, wir sind jetzt schon ganz aufgeregt. Und wollten euch auf jeden Fall mitnehmen auf die kleine Tour, ja, und euch teilhaben lassen. Genau, wir haben am Anfang auch gedacht, oh Gott, hoffentlich bricht er nicht aus, der Vulkan, aber das hier ist anscheinend kein explosiver Vulkan, sondern, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber einer, bei dem die Lava dann eher rausfließt, also genau, und von dem Wanderweg oder Aussichtspunkt, wo wir jetzt gleich dann hinwandern werden, sind wir auch ziemlich weit weg. Also ihr braucht euch hoffentlich, denke ich, keine Sorgen, um uns zu machen. Und wir nehmen euch da mit. Genau, und so ein paar kleine Lerntipps wollten wir auch immer mal einstreuen. Und jetzt... ihr seht, es ist sehr dunkel und man sieht eigentlich so gut wie nichts. Zappenduster fast. Und da haben wir uns gedacht, also genauso macht ihr es bitte am besten nicht beim Lernen. Sondern verwendet stattdessen möglichst farbige und bunte Bilder und nicht lernt nicht einfach irgendwie nur stupide auswendig die Begriffe, ohne euch irgendwie ein Bild zu machen, sodass es hier jetzt zappenduster oder schwarz-weiß oder dunkel im Gehirn bleibt, sondern macht euch schön viele Bilder und möglichst farbig und nicht so. Und nicht nur die schwarz-weißen Buchstaben vor eurem Buch oder so. Genau. Okay, es geht weiter. Bis dann. Fahrt. Bis später. Tschüssi. Hallo. Es geht los. Wir laufen los nach sage und schreibe 3,75 Stunden. Sind wir auch schon angekommen auf dem Parkplatz. Hier ist einfach so krass viel los. Also wir blenden es dann auch in den Bildern ein oder haben es vielleicht schon eingeblendet. Also Wahnsinn, ganze La Réunion ist jetzt, glaube ich, hier unterwegs auf dem Vulkan. Und jetzt marschieren wir los. Wir haben jetzt kurz nach 12. Nachts natürlich. Okay, wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Bis später. Tschüss. Hallo. Hallo. Oh Mann, wir sehen aus wie so Bergsteiger. Oder sag mal, Bergarbeiter. Ja, jetzt sind wir unterwegs. Es ist sehr viel los. Und jetzt wollten wir euch noch einen kleinen Lerntipp mitgeben, weil wir jetzt hier auf einer Route sozusagen sind, auf einer Wanderroute. Und wir lieben es ja, Routen zu basteln, oder das ist ja fast so. Ja, sicher, schon unsere, die Loki-Technik, genau, beruht ja auf Wege und Routen. Die Loki-Methode und genau, das ist fast so unsere Lieblingsmethode, Gedächtnisrouten zu basteln und zu bauen. Und da haben wir jetzt uns wieder gedacht, macht es aber jetzt nicht so, ja, wie wir hier. Also, naja. Genau, das ist es ja, man sieht eben nicht viel. Es gibt hier kaum Routenpunkte. Es sind Steine auf dem Boden, Erde und viele Menschen. Das sieht alles sehr ähnlich aus. Wir würden euch eben nicht empfehlen, solche Route als Gedächtnisroute zu nehmen, weil es eben sehr eintönig ist. Und nehmt dann lieber einfach eine Route oder einen Ort, wie euer Zimmer zu Hause oder eine Wohnung oder einen Einkaufsladen, wo es wirklich abwechslungsreich ist, wo es viele verschiedene markante Routenpunkte gibt. Genau. Nicht zu groß, nicht zu klein, sind nicht so klein wie Kieselsteine und nicht so groß wie ein ganze Haus. Häuser zum Beispiel. Ne? Genau. Sollen sich möglichst unterscheiden, wenn es geht. Weil dann könnt ihr euch die Sachen
im Nachhinein viel besser wieder herleiten und viel besser wieder abrufen. So, jetzt gucken wir aber mal auf unsere Route. Jetzt ist es nämlich steinig und wir melden uns später. Bis dann. Wieder. Tschüss. Funktioniert genauso wie mit positiven Emotionen und es kann Freude, es kann sein Hass vielleicht auf jemanden, den ihr nicht mögt und merkt euch damit irgendwas und egal welche Emotion ist immer gut beim Einprägen von Dingen. Was bei mir immer noch ganz gut klappt oder hängen bleibt oder wahrscheinlich bei den meisten ist sexuelle Sachen. Wenn ihr da lauter, umso besser. Umso besser merkt man sich manchmal. Und auch so gewalttätige Sachen oder blutrünstige oder Sachen, die auch irgendwie komisch sind oder eben vielleicht lustig. Also seid kreativ, lasst eure Fantasie. Abgefahrener, umso ja, merkwürdiger ist es dann auch fürs Gehirn und Gedächtnis und ihr könnt euch dann wieder sicherer dran erinnern. Genau. Dann macht's gut. Bis bald. Spaß.